Alternative Heizmethoden für Wohnen und Außenbereich sowie Heizmöglichkeiten für Notfälle. Du suchst nach alternativen Heizmethoden für dein Zuhause oder auch für außen? Du möchtest auch Heizmethoden kennenlernen, welche dir in einem Notfall wie beispielsweise einem Stromausfall zur Verfügung stehen? Du willst also echte Alternativen zu den klassischen Heizmethoden kennenlernen wie Gas, Öl, Pelletheizung, einem Kachelofen, Kamin, einer Wärmepumpe, der Fernwärme oder auch nur Alternativen für draußen zu Gasgrill, Holzofen und Feuerschale kennenlernen, dann bist du in diesem Video genau richtig. Mit unseren alternativen Tipps, unseren Infos zum Thema sicheren Umgang bist du bestimmt top informiert und gut aufgehoben. Lass dich überraschen, welche Geräte und Möglichkeiten es gibt. Wir unterscheiden zunächst zwischen Heizmöglichkeiten mittels Brennstoffen und alternativen Heizmöglichkeiten mittels Strom. Und beleuchten dabei auch das interessante Thema Solar Power Station mit Heizeinsatz. Ist bereits heute modernste mobile Technik zum Heizen geeignet? Die Brennstoffheizgeräte haben zudem den großen Vorteil, dass sie optimal geeignet sind für Notfallsituationen oder auch im Outdoor-Bereich, also Heizsituationen, wo kein Strom zur Verfügung steht. Denke einmal an Blackout, Stromausfall, Naturkatastrophen. Oder einfach nur an dein nächstes Outdoor-Abenteuer oder als Option beim Camping. Betrachten wir zunächst einmal, welche alternativen Heizmethoden du mittels Brennstoffgeräten hast. Zuvor lass uns aber einmal über das Thema Sicherheit beim Heizen mit fossilen Brennstoffen, also Heizen mit Feuereinsatz, betrachten. Beim Heizen mit fossilen Brennstoffen können giftige Gase entstehen. Sie sind meist nur für Outdoor geeignet. Falls Indoor, heißt es regelmäßig lüften und am besten einen CO2-Gasmelder nutzen. Es gibt Sicherheitsrichtlinien zu beachten und du solltest geeignete Feuerlöschmöglichkeiten greifbar haben. Sorge vor! Jetzt lass uns aber die Brennstoffheizoptionen im Einzelnen mal sehen. Der Petroleumofen ist auch für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Mit Preisen bis zu 250 Euro ist er nicht gerade billig, aber seine Heizdauer und seine Heizleistung überzeugen. Er ist für Outdoor und auch für Indoor geeignet. Wusstest du auch, dass Teelichter zum Heizen genutzt werden können? Ja, es gibt sogenannte Teelichtöfen. Stell dir einen umgedrehten Blumentopf vor, der an einer Stange befestigt ist und darunter stehen 4, 5 oder 6 Teelichter und erhitzen den darüber befindlichen Topf. Fertig ist deine Teelichterheizung. Ein Teelicht hat ca. eine Heizleistung von 30 Watt über eine gesamte Heizdauer. 5 bis 6 Kerzen ermöglichen somit eine Heizlüftungsleistung von 150 bis 180 Watt. Kommen wir nun zur kleinen portablen Gasheizung, wie beispielsweise Mr. Heater. Er ist unabhängig, sparsam, umweltfreundlich und leistungsstark. Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten und grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt. Gut, wenn man einen Mr. Heater dann im Haus hat. Der Ethanolofen heizt mit Ethanolbrennpaste bzw. Ethanolöl. Seine Heizleistung ist eher gering, die Brennstoffe im Verhältnis zur Heizleistung recht teuer. Er ist aber für Outdoor und Indoor geeignet. Der Raketenofen ist die ideale Kochstelle für den Outdoor- und Campingbereich. Er hat ein sehr effizientes Wirkprinzip. Die L-förmige Bauweise sorgt für einen sogenannten Kamineffekt. Er hat eine ideale Hitzeverteilung und Regulierung. Die gusseiserne Kochfläche leitet die Wärme gleichmäßig in dein Kochgeschirr weiter und speichert sie dort lange. Einfaches Nachschieben von Brennmaterial reguliert die Temperatur. Das Öffnen und Schließen der Klappe steuert die Luftzufuhr. Definitiv aber nicht für Indoor geeignet.
Die Diesel-Luftheizung. Kennen Berufskraftfahrer, wird dieser Heiztyp doch oft genutzt, um den Innenraum von Fahrzeugen wie PKWs oder auch Lastkraftwagen aufzuheizen, auch ohne laufenden Motor. Warum ein solches kleines Wunderkind also nicht als Notheizung für zu Hause nutzen, zumal es mit rund 150 Euro noch bezahlbar ist und eine dicke Heizleistung von 5 kW bringt. Die Sache hat aber einen Haken. Er muss aufgrund seiner Abgase im Außenbereich betrieben werden und mittels Wärmeschlauch die Heizwärme in den Innenraum geführt werden. Heißt also, Sie brauchen irgendeine Form von Durchlass. In normalen Zeiten ist die Brennstoffbeschaffung in ausreichender Menge im Fachhandel an Tankstellen und im Falle von Holz sogar in der Natur in jeder ausreichenden Menge verfügbar. Betrachten wir die Brennstoffbeschaffung aber einmal unter der Annahme einer deutlichen Krisensituation, wie würde es dann aussehen? Vorab, Petroleum und Ethanol sollte man schon vorher, also in Normalzeiten, entsprechend bevorratet haben, denn in Krisenzeiten dürfte die Beschaffung dieser beiden Brennstoffe am schwersten sein. Und Holz am leichtesten. Tipps zum sicheren Umgang bei Heizmöglichkeiten mit Brennstoffen im Innenraum. Um beim Betrieb von Heizmöglichkeiten mit Brennstoffen das Risiko möglichst gering zu halten, sollte man sich an die folgenden Sicherheitshinweise halten. Die Räume regelmäßig und gründlich lüften. Um keine kritischen Schadstoffwerte zu überschreiten, lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt und stellen Sie sicher, dass es aus ist, bevor Sie die Wohnung verlassen. Lagern Sie Brennstoffe sicher und kühl. Füllen Sie niemals Brennstoffe nach, solange der Ofen noch heiß ist. Beachten Sie die Bedienanleitung und die Herstellerinformationen. Jetzt lasst uns aber zu dem Thema Heizen mit Strom kommen. Es gibt in diesem Videobeitrag ja bewusst um alternative Heizmethoden. Wir lassen die klassischen Heizsysteme einmal beiseite, so auch die üblichen elektrischen Heizgeräte wie Lüfter oder Heizstrahler, die jeder kennt, und lenken den Blick mal auf die Alternativen. Neben den alternativen strombetriebenen Heizgeräten, welchen einen elektrischen Hausanschluss benötigen, schauen wir uns auch eine weitere mögliche Standalone-Lösung an, nämlich dem Heizen mittels Solarpanel und einer Powerstation, welche zuvor diese Stromleistung speichert. Die Technik kurz erklärt. Lasst mich, bevor wir die einzelnen Geräte näher vorstellen, einmal die unterschiedlichen Heizsysteme vorstellen. Ein Infrarotheizgerät arbeitet mit Infrarotstrahlen und liefert lokale Wärme. Es heizt nicht die Umgebung, sondern Mensch und Gegenstände. Der Ölradiator ist ein ölgefülltes Heizgerät und wird erhitzt und liefert Wärme. Das Öl bleibt noch eine längere Zeit warm, sodass die Wärme noch länger abstrahlt. Der Keramikheizer heizt durch einen Glühdraht, der ähnlich wie bei einem Heizlüfter vorhanden ist, aber eine Keramikplatte erhitzt. Der Vorteil ist, dass diese Keramikplatte die Wärme speichert, sodass die Keramikplatte diese Speicherwärme auch später abgeben kann. Bei Solar- und Powerstation musst du natürlich noch ein Wärmegerät deiner Wahl anschließen. Was da geht und was geeignet ist, dazu mehr im Verlauf des Videos. Bitte achte bei allen Heizgeräten, welche mittels Strom funktionieren, dass dies in der Regel die teuerste Heizvariante ist zum Erwärmen. Aber die Geräte haben natürlich über deren Einsatzzweck alle ihren Sinn. Ob nun als Zusatzwärmequelle, mobile Heizung für den Keller, als Gartenschuppen oder Werkstatt oder. Beim Kauf eines Strom- und Heizgerätes solltest du daher deinen Einsatzzweck für dieses Gerät kennen, beim Kauf auf den Stromverbrauch achten. Und dein Gerät sollte möglichst verschiedene Wärmeeinstellungen ermöglichen, sodass du neben der vollen Heizleistung auch mittlere oder geringe Heizleistung einstellen kannst. Jetzt geht's aber endlich los mit den Gerätetypen im Bereich Strom. Alle nachfolgenden Geräte sind natürlich Indoor, also für Innenräume geeignet. Starten wir mit der Infrarotheizung, auch Konvektionsheizung genannt. Infrarotheizungen geben Strahlungswärme ab. Hierbei erwärmt sich das Stahlgehäuse binnen 5 Minuten und gibt anschließend Strahlungswärme ab. Die Heizkosten belaufen sich hierbei auf grob 35 Cent je Stunde, kalkuliert auf Basis von 1000 Watt mal 35 Cent die Kilowattstunde.
wobei auch dieser Heiztyp abschaltet, sobald eine eingestellte Raumtemperatur erreicht ist und wieder zum Nachwärmen sich selbst einschaltet. Der Ölradiator heizt dank seines im Innengehäuse durch Strom erhitzten Öls noch lange nach, wärmt aber in der Regel nur im direkten Umfeld, ist für mittlere bis größere Räume daher eher eine zweite Wahl. Er hat eine einfache Bedienung, ist extrem leise, gibt wie schon gesagt die Restwärme auch langsam ab und ist stromunabhängig. Hat aber leider nur einen kleinen Wärmebereich, also geeignet für mittlere und nicht geeignet für mittlere und größere Räume. Der Keramikheizer verfügt wie ein normaler Heizlüfter über ein Gebläse, das die erzeugte Wärme in den Raum verteilt. Das ist leider so laut, wie du das von einem gewöhnlichen Heizlüfter kennst. Der Keramikheizer hat jedoch, wie bereits erwähnt, den Vorteil, dass ein Glühdraht seine Keramikplatte erhitzt und diese über eine gewisse Zeit noch Restwärme in den Raum abgeben kann. Ja, die Kombination mobiles Solarpanel mit einer guten Powerstation und einem Heizgerät, was in diese Powerstation gestöpselt wird, was ist denn beim heutigen Stand der Technik hiermit eigentlich möglich? Diese geballte Ladung modernster Technik ist für das Thema Heizen leider noch eine sehr teure Wahl, hat aber natürlich ihre anderen Einsatzzwecke, wo sie absolut top sind. So kostet ein faltbares mobiles Solarpanel mit guter Leistung schnell mal 300 bis 500 Euro. Und eine Powerstation mit wenigstens 1500 bis 2000 Watt, und unter dem brauchen wir an das Thema Heizen erst gar nicht zu denken, gute 1000 bis 2000 Euro. Top-Vorteil natürlich, kostenloser Strom mittels Sonnenkraft. Aber bevor ein echt gutes mobiles Solarpanel eine 1500 Watt Powerstation aufgeladen hat, kann es schon mal 10 bis 20 Stunden bei bester Sonnenanstrahlung dauern. Es gibt ein Portal, wo du ein solches Szenario einmal selbst berechnen kannst. Ich verlinke dir das einmal unten in der Infobox zum Video. Aber warum gleich einen dicken Stromheizer dran stöpseln? Wer wirklich sein Solarmodul mit einer Powerstation für mollige Wärme nutzen möchte, der hat eine Alternative. Einfach nur eine Heizdecke anschließen. Die hat einen vernünftigen Stromverbrauch von 60 bis 100 Watt in der Regel. Da hast du es lange warm unter der Decke. Danach brauchst du allerdings wieder viel Sonne und halt doch den Strom aus der Steckdose, wenn er denn dann da ist. Daher, für eine Powerstation gibt es sicherlich sinnvollere Anwendungen. Das waren sie, unsere alternativen Heizmethoden für Wohnen und Outdoor und auch für das Heizen in Notfällen. Ob Brennstoff oder Strom, ob nur als Alternative für den Notfall. Welches Gerät für dich geeignet ist, das musst du nur selbst entscheiden. Schreib uns in deine Kommentare, was du drüber denkst, welche Möglichkeiten du noch kennst oder welches Gerät du erwerben möchtest. Wir danken auch für ein Like und für dein Abo. Und danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, dein Fritz.